die Typen. Geht weg. Die gucken dich alle so, so komisch an, gell? Ach, da ist es doch. Da sind sie doch, aber ich bin nur zu nah. Warte. Warte. Oh, das ist so. Das reagiert so schlecht darauf, wenn ich jemanden anvisiere. Gut, dass ihr gekommen seid. Ja, ja. Es ist mir eine Ehre. Ah, das sind die zwei, muss ich wieder so noch halten, muss ich außerhalb vom Sichtbereich bleiben. Ne? Oh, das den Taschendiebstahl im ersten Teil fand ich so schlimm manchmal. Ja, dann läuft sie weg, dann bleiben sie stehen, drehe sich um. Und dann sehen sie dich. Oh mein Gott, das ist ein Assassin. Vor allen Dingen, dass ja niemandem auffällt, dass ich ein Assassine bin, ne? Nein, das ist ja. Ich bin ein Gelehrter, ne? Hab ja nur ein Schwert an der Seite. Was war denn das eben für ein KI-Aussetzer? Und jetzt, guck, ich schmeiß dich in die Kiste gegen die Mauer und fick dich deswegen an. Ohne Witz, der hat's goldene Brett vom Kopf verdient, ohne Witz. Ja. Und hab. Oh, Hammer. Und damit alle Gute wie willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1 mit dem Nugge-Hamster. So Nugge hat Nugge-Hamster, ich lieb, so Nugge, Corpse Grinder. So Nugge wie der Corpse Grinder. Ihr seht hier, wir sind in Damaskus, wir haben Skinpack auch. Sind wir in Damaskus? Ja. Ich dachte, wir sind in Arkon. Doch, Damaskus. Da steht Damaskus. Ja, Damaskus, ich wusste es gerade selber nicht mehr. Es ist schon wieder ein bisschen Abstand zwischen dieser und der letzten Aufnahme. Weil ich habe nämlich Eze gesagt, dass ich Assassin's Creed erst dann hochlade, wenn ich angefangen habe, vom zweiten Teil aufzunehmen. Okay. Ich mache nämlich die Reihe. Ja, klar. Aber erstmal nur bis 4 und dann weiß ich noch nicht. Das hängt davon ab, was wie Unity und so wird, weil ein zweites Assassin's Creed 3 will ich nicht. Nee, nicht unbedingt. Wobei, wie gesagt, die französische Revolution. Du dreckige Schiff, ich werde dich umbringen mit meinem Baguette. Ey, vergiss nicht, du musst das Haar weglassen beim Reden. Ich werde den. Ja, das kann, ich kann den Französisch nicht sehen. Ich werde dich umbringen, du Monstresident! Oh la la, die Babette hat nicht so gesehen, wie du hast gemacht. Die mir mit die Baguette immer so von die Templer zwischen die Bart Arschbacken geklatscht. Gut, dass ihr gerade. Ja. Hammer. Noch eine Minute und sie hätten. Jetzt habe ich wieder so ein Video gesehen von dem Comedy-Duo schlecht hinaus Hessen. Von Badesalz. Leck mich am Arsch, hat's mich weggeschmissen. Die Volkszählung, kennst du die? Ja! Die Klausthaler. Ihr Busfahrer, was ist los hier? Trinkst ihr Bier? Die also voll Ronny Hefe hier! Badesalz ist sowieso episch. Die sind richtig episch. Ich finde aber. Ezi Ischli ist episch. Eigentlich umgekehrt. Ach Gott, ist das Ezi Ischli, gell? Ja. Weißt du, wie der drauf war? Der hat das auch mal irgendwie unter. Als ich gerade erst mit ihm in Kontakt kam, hat er das mal unter irgendeinem Video von mir geschrieben. Ach Gott, ist das Ezi Ischli? Ja. Da meinte dann Mo, ja, der hatte da auch ein bisschen Minze im Kopf. Ist dir eigentlich mal aufgefallen bei The Roast? Da hatte ich ja zu jedem immer Szenen und einen Einspieler gehabt, ne? Ja, ja. Und bei Mo war die Musik Reggae-lastig. Ja, ich hab's gemerkt. Und weil er immer mit Shisha raufgeht. Ja! Hast du den Wallhack eben gesehen? Übel. Voller Hacker, Alter. So ein kleines Kugel durch die Wall drin. Ja. Hammer. Was ist denn mit dem wieder los hier? Los! Gib mir eure Erbsen! Gib mir eure Erbsen, können mich machen. Oh, ich kann mit dir. Das hat damals Stream bei uns nicht gegeben. Da habe ich noch zwei Fünfe, eine Westmark gekriegt und zwei. Da gab es keine Erbsen. Da haben wir einfach Kurbel drin angemacht. Da habe ich nur drei Bananen auf meine Lebensmittelkarte gehabt. Noch eine Minute. Guck mal hier. Ja, Banane. Das ist weibliche Black Mix. Mamba, hast du es gesehen? Ja, übelste Niggas. Zahlmann. Warum Pesti? Ich weiß noch dein Erklärungsvideo zu Fahrenheit. Warum Pesti immer Niger-Penis sagt? Warum sagt der Pesti immer Niger? Ja, weil immer der Eulen immer so, Mann, hör doch jetzt irgendwie auf Niger zu sagen, Mann! Oh Pest, ey, du musst unbedingt wieder Let's Plays machen. Ich weiß, du hast keinen Nerv, aber komm, du kannst doch nur ein Projekt machen und dann nimmst du was weiß ich pro Woche eine Stunde auf, dann hast du halt drei oder vier Folgen pro Woche. Wenn du nur jeden zweiten Tag hochladen würdest, würde jeder so abfeiern. Ich mach mal Gedanken. Du kannst ja auch gucken, ob du noch von irgendwas noch ein Reupload hast. Muss ich mal gucken, wie gesagt, ist alles irgendwie weg, aber.
die Chance, so, dass ich keine Aufnahmemöglichkeiten mehr hätte. Also wenn ich mal ein Top 10 Ranking hätte machen müssen von Projekten, die du gemacht hättest, da wäre auf jeden Fall auch dabei gewesen Fahrenheit, The Suffering. Boah, ja, The Suffering war das Penumbra hässlich. Und natürlich Amnesia. Ja. Super Dedal World Trilogie war sehr geil. Die Batman Arkham Spiele bei dir waren auch Hammer. Ja, Fahrenheit hat zwar am meisten Spaß gemacht, mit unter anderem. Und Heavy Rain war auch der Knaller. Ja, da hat aber der Niger so ein bisschen fehlt. Und ja, eigentlich halt der Auftakt, ne? Dein COD 2 und dieses Point and Click, wie hieß das nochmal? Hier. Mann, das war, was ich auch nicht beendet habe. Doch, das hast du beendet. Das war dann, das war doch so ein komisches Celestio oder irgendwie was. Seville? Das hab ich aber nicht beendet. Habe ich bei Part 10, glaube ich, aufgehört. Ja, stimmt, aber das war trotzdem auch lustig, wie das kommentiert war. Und natürlich hier auch ein paar Mario-Hacks, ja, Kaizo Mario, ne? Boah, ja, Kaizo, das wie war du das, wie du das durchgeskillt bist mit 37 Minuten, ne? 38 Minuten 42, der zweite Run, da habe ich richtig Skills ausgepackt. Das war nur, um Andi zu zeigen, wie es geht. Der verzweifelt ja an so einem random fetten Bullet Bill. Ja, aber da ist er nicht alleine. Da bin ich ja auch so schlecht. Boah, aber bei dir war es als Mario, Bro. Also du Fistfuck-Bruder von Mario, ich bin kein Mario, Bro. Ich würde sagen vielleicht Stealth, Bro, weil guck mal, ich habe Deus Ex Human Revolution Pazifist auf Extrem durchgespielt. Okay. Aber... naja. Also ich bin ein Batman Pro, komm, das ist das Einzige, was du mir zusprechen kannst. Ja, okay. Und vielleicht Hack and Slay. Ja, ich hab so meine Stärken in Metal Gear und Hitman, sowas so. Ja, aber Hitman bei Metal Gear, Ich werd bei Blood Money, ich hab's ja vorhin bei einem anderen Let's Play erwähnt, dass Blood Money mein nächstes Hitman Let's Play ja auch sein wird, ne? Mhm. Und da werde ich versuchen, in jedem Level Silent Assassin Ranking zu holen. Weil ich habe Blood Money so von oben bis unten durchgesucht. Ich kenne da jeden Winkel auswendig. Ich habe damals bei der vorletzten Mission, glaube ich, da wo es die goldene und die weiße Maske gibt, ist glaube ich. Das weiß ich noch. Da hast du beim Let's Play, also du hattest das Blind Let's Play und dann hast du da per Zufall Silent Assassin geholt. Ja, weil ich irgendwie so einen neuen Weg gegangen bin, den nicht mal Edze kannte. Ja. Und der hat das Spiel damals schon gesucht, wie noch was. Ich weiß, ich habe es auch gesuchtet. Aber ich kann dir mal empfehlen, hier, Vash 12349, kennst du ja wahrscheinlich. Ja, den kenn ich doch. Alter. Aber wenn ich bei Stealth-Spielen immer sehr gerne gucke, ist Center Strain. Center Strain 01, Dash, Hammer. Der ist so übel, ey. Wie der abgeht bei Thief und so, also der hat richtig Stealth-Skills. Allerdings, bei jedem anderen Spiel hast du ihm seinen Infamous Second Son gesehen, da mal reingeguckt. Ja, das fand also das kriegt er nicht hin, ohne Scheiß. Er denkt zu viel nach bei der Scheiße. Da geht ja 5 auch. Ja, ja. Also der denkt viel zu viel nach und offensichtlich ist jeder, der soll bei seinen Stealth-Games bleiben. Ja. Genauso hier, Vash war's und ich glaube, Sanders ran auch die Hände. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes haben sie einen S-Rang in 10 Minuten durchgespielt, also sie haben einen Speedrun gemacht. Hammergeil, ohne Witz. Scheiße, wie soll ich denn die Befragung durchführen, wenn die mich hier nicht durchlassen? Aber drüber. Ja, hab ich auch gedacht. Hoffentlich geht's. Ja, da oben drauf und hoffen, dass der dich denn der Boy hier Legolas nicht erwischt. Legolas, genau. Guck mal, ich hab wieder eine Sarazin-Flagge. Noch eins weiter kannst du. Ah, cool, so er ist schon in der Seitengasse, dann kann ich ihn ja zusammenprügeln. Ja, cool. Super. Wenn du noch eine Flagge einsammelst, dann kriegst du ein neues Kostüm. Aber wie heißt es auf Deutsch? Ich auf Englisch wär's. Ja, hast du mal gesehen, wie der ausschaut? Ja, natürlich, ja. Aber das Geile war ja beim Roasting, ne? Ich bin der Bartschützer von Gronkh. Und Eze ist ein Friseur. Ja, ja. Also, was wollt ihr? Ich muss mit dem Händler sprechen. Hier, das hatte ich übrigens Glatze. Auch, das hatte ich auch irgendwie beanstandet bei Assassin's Creed 1. Das Credo war ja, dass du keine Zivilisten umbringen darfst. Und er tötet irgendwie jeden Befragten. Ja, ja. Also so ganz haben sie es nicht drauf. Er kann sich nicht ewig verstecken. Nein. Diese Feier. Aber naja, der Ruhm von 13-jährigen Kiddies reicht ja aus. Das Volk herabzusichern für das Gemeinschaftsgefühl. Ist doch wahr. Aber nur kurz. 12.000 Episoden Minecraft, ich meine, irgendwann hat man ja mal genug davon. Seht selbst. Ach so, ja, ja, das stimmt. Ich weiß, ich eben ist so voll abgedriftet mit dem Thema. Weil ich sprach noch vom Credo hier. Also ja. Nein, gut, oft will sie so Ingame-Scheiße kommen. Ja, deswegen habe ich auch über die Dialoge drüber gequatscht, weil so berauschend war die jetzt nicht.
Das genau, das ist ja immer das Gleiche. Worum es ging, ist halt, immer steht ja immer jetzt hier, der Händlerkönig wird nach Darussen dreht, was, nach draußen, oder? Ach nee, nach Darussen dreht und während des Festes eine Rede vor den Gästen halten. Machen wir noch, aber jetzt retten wir erstmal noch einen Bürger. 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 Bürger, ich hör, Olum, was geht? Olum, was geht, Jarak? Jarak, da geht der Jarak ab. Oh, das wird doch zu gut, wenn, Koma-Punkt bei mir mit kommentiert. Das ja auch wird zu dem Zeitpunkt vielleicht schon stattgefunden haben, weil Mario Galaxy geht vor dem hier online. Okay. Ja, das wird ein Gefäbe, hey. Sondergleichen, ohne Scheiß. Ja, wie war das, als er wieder da war, ne? EC Hischels Video, Koma.Fab wieder. Ja, ja. Der Faber Deluxe. Was ist was ein Scheiß, der macht? Der, wie heißt das jetzt, was der spielt? Periodenmon Tampon Edition oder so. Ja, ja, so irgendwas. Ich weiß nicht, wie der mich damals gefischt hat, wo man da Rekonfi war und Minecraft gezockt hat und der nix an meine Wölfe umgebracht hat. Eins nach dem anderen, Alter. Ja, genau. Das ich hab mit TNT und alle mit Luftjagd sein ganzer Bau. Ah, komm, das Beste war immer noch bei dem Insanity Gamers 24-Stunden-Stream, wo wir unsere Minecraft-Welt präsentiert haben und du hast so. Stimmt. Irgendeiner, wer fand's nicht lustig, ich glaube hier. Ach ja, Blackhead, gell? Hier. Ja. Und vor allem, ihr fand ja auch nicht lustig, wenn wir immer antireligiösen Witze gemacht haben, Antichristenwitze. Ja, ja, ohne Scheiß. Wie bei dieser Witz, was hat ein Pubertierender und ein Kleinkind, was der Unterschied? Was? Ach du Scheiße, hä? Ich muss meine eigene Folge wieder zensieren, ey. Wenn man gerade humorlose Witze hält, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Sebastian Vettel und einem. Alter! Oh Mann, genau wie Laudings, als wir einen Livestream neulich hatten, hat Laudings, da kam es ja erst auf, dass er Amnesia hochlädt von dir, ne? Okay. Da hat er doch gesagt, hier, wie nennt man einen Ach du Schande! Meine Güte! Oh, der Typ ist schon süß! Aber echt, ist auch ein Ossi. Was? Laudings ist, glaube ich, auch ein Ossi. Ich dachte, das wäre auch ein Schwab. Nein, hallo. Was heißt hier? Erstens mal, warum auch? Zweitens Schwab, hallo. Nackeschelle Kollege, gell? Ja, apropos, aber jetzt mal wirklich zum Thema, zum Schwaben. Ich habe neulich mit Kobo geschrieben, der fängt demnächst wieder an. Oh, okay. Der war ja auch so zu random. Ja, der ja, hat, random Kobo. Der hat ja dann so eine geile Pest One Night Challenge gemacht. Weißt du das noch mit diesem Buddy Urgüt? Ja! Mach den Scheiß aus, weißt du, du Arschloch! Ja, echt dazu. Ja, das war der Hammer, hey. Challenges von früher. Ey, mit dem haben wir ja. Der hat ja auch viel Scheiß mitgemacht bei unserem Pick-Spamming. Ja, ja, da war ich ganz weiß auch, wir hatten doch. Da war doch so ein Kitty, das hat sich aufgeregt. Der macht so ein Forum auf und so ein Thread auf und schreibt: Ich geh jetzt auf die Toilette. Und es wird dann gesperrt und wir haben da rumgetrunken, das wurde nicht gesperrt, ne? Ja, ja. Wir hatten so eine begrenzte Zeit lang schon so Sonderrechte, ne? Ja. Gut, wir haben es auch echt regiert. Na gut, wir hatten. Ist es eigentlich politisch korrekt, wenn ein Polizist sagt, er guckt bei. Sehr gut! Wenn der andere zum Unterordnete zum anderen sagt, hey komm, ich guck mal nach dem Rechten. Hey, geht doch nicht, oder? Oh, sehr gut! Der war gut, den musst du schon weg, ey. Oh. Wenn eine Prostituierte sagt, sie bleibt ein Berufsverkehrsstecker, geht sowas? Was? Wenn eine Prostituierte sagt, sie bleibt ein Berufsverkehrsstecker. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ein niveauloser Witz nach dem anderen, das ist ja herrlich. Ja, jetzt jage ich sie gerade, einer nach dem anderen kommt raus. Ah, wir gehen jetzt gleich wieder zu dem nächsten Informanten. Na, das wird ja ein Spaß. Mhm. Was ist mit dem los? Ja, Harlem Shake. Du, der Harlem Shake. Ja, Gangnam Style ist von gestern, ne? Ja, natürlich. Wo ist denn der? Keine Ahnung, der shakt irgendwo rum.
Das vermisse ich irgendwie auch hier. Das habe ich auch schon ein paar Mal bemängelt. Bei Assassin's Creed 1, dass da nicht, so eine schöne detaillierte Minimap ist. Ja, das stimmt. Die war arg, ja, miserabel. Ist arg miserabel. Ach, der ist hier drin im Innenhof. Der Jadak vom Arakfeld. Oh, Walla, was soll das, Alter? Walla, genau. Oder wie war das, ne, bei Jakob wär's ja Bauer Heinecke, ne? Ja. Friede sei mit euch. Oh, schon wieder auf Zeit. Ich habe Informationen über die Stadt. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Sammle mir in 3 Minuten so viele Erbsen wie kann. Brauche Erbsen sind für Frau. Damaskus entwendet wurden. Ja, das ist ja eher so im arabischen Raum, also wir müssen in 3 Minuten so viel Falafel sammeln. Mir helfen? Und Hummus. Wieder, und ich werde euch nach. Oh nee, Flaggenrennen. Ach du Scheiße. Ach komm, jetzt mach ich jetzt aus. Ja, komm, ich mach's aus. Das ist eine Komplettlösung, ich schau mir's nicht mehr. Wie geht denn das? Ist das ein Endboss, Jakob? Das ist ein Endboss. Okay. Der verdammte Narr hat doch den Verstand verloren. Was? Wieso hat denn der die eine nicht eingesammelt? Ach doch, der hat sie eingesammelt, ich dachte schon. Ich hab die Flagge rein im Gras, ich hab die auch nie gemacht. Ja, wie gesagt, ich sag dir, ich mach so viele Nebenmissionen wie möglich. Hätte ich keinen Nerv dazu. Ja, ich hab keinen Nerv zu einem 100% Run. Das ist dann bei mir so das Pendant dazu. Ja. Alles meins, alles meins, alles. Ja, das gleiche, bloß andere Farbe. Nee, würde das jetzt in der Neuzeit spielen, hätte ich für den Informanten hier, weil wir sind ja bei den Arabern, hätte ich ja jetzt keine Flaggen eingesammelt. Tatsache. Alter, da musste der Bannhammer aber ordentlich zuschlagen. Während wir weitere Nebenaufgaben lösen. Natürlich werden wir noch ein bisschen Fortschritt zeigen, aber es wird noch so niveaulos. Es wird richtig niveaulos, die nächste Folge. Ich glaube, da haben wir einen neuen Rekord aufgestellt. Besonders passend mit diesem neuen Zensursound. Deswegen, da dürft ihr euch freuen. Vergesst nicht, bitte Kommentar zu lassen. Freut euch drauf, ich bin hier raus. Peace out!